meine Damen und Herren. Der HK Pschorr Fan Talk, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen nach dem 20. Spieltag der zweiten Liga, nach unserem Match gegen Karlsruhe, nachdem sich nervlich die meisten wahrscheinlich schon wieder einigermaßen beruhigt haben. Es war ein heißer Nachmittag für uns Löwen. Freue ich mich, da habe ich wahrscheinlich 15 Jahre drauf gewartet, dass Flo Weitz heute bei uns ist. HK Pschorr hat gesagt, das muss sein zum Ende von 15 Jahren bei 60 München, dass du zum Fan Talk raufkommst. Ich freue mich sehr, Flo. 15 Jahre, wenn du zurückschaust. Waren wilde 50 Jahre, 15 Jahre, oder? Waren sehr wilde Jahre. Waren Erfahrung, also für mich eine Riesenerfahrung, die ich hier gemacht habe. War für mich ja, super schön. Tut mir natürlich auch super leid, dass es jetzt hier so dann auch zählt. Aber mit einem Sieg mit Kai Hülow, den hat uns zweimal jetzt gerettet. Wenn ich jetzt zurückdenke, du hast ja als Praktikant damals bei den Löwen angefangen, warst im Marketing, hast also so gut wie alle Abteilungen durchlaufen, hast Stadion-TV gemacht mit mir, warst jetzt die letzten, glaube ich, 7, 8 Jahre für die Mannschaft zuständig. 7,5 Jahre. Sag uns vielleicht mal, weil das geisterte die Woche so ein bisschen durch die Gazetten, da hieß dann auch mal, Winkler wird jetzt neuer Manager. Die genaue Bezeichnung ist, glaube ich, Teammanager. Was hast du die letzten 7 Jahre gemacht? Du warst natürlich nah an der Mannschaft dran, warst natürlich auch das ganze Wochenende mit dem Team unterwegs. Was hat man zu tun als Teammanager? Grundsätzlich die ganze Organisation rund um die Mannschaft. Ja, vor allen Dingen, ja, gerade wenn die neuen Spieler kommen, alle Sachen, die dort zu erledigen sind, Anmeldungen, Formalitäten auch so mit den Botschaften. Testspiele, genau, die ganzen Sachen. Ja, Auswärtsspiele, ganzen Flüge planen, Auswärtsspiele, Hotels. Ja, es ist so vielfältig. Ja, aber vor allen Dingen, naja, ich habe bei dir gelernt, Stadion TV Anfang im Marketing. Und ja, jetzt seit 7 Jahren Teammanager und jetzt geht's mein nächster Schritt. Ja, ich habe es zuvor schon gesagt, eigener Wunsch. Ja. Du hast überlegt, brauchst du eine neue Herausforderung. Ist natürlich wahrscheinlich auch ein Aspekt, die Familie. Denn du warst wahrscheinlich jetzt 7 Jahre lang beim Heimspiel vorher im Hotel. Und bei den Auswärtsspielen am Tag vorher schon angereist, auch im Hotel, oder? Viel Freizeit hat man nicht, das ist richtig. Die ganzen Wochenende, die draufgehen, die gehen natürlich auch, man opfert die Zeit sehr, sehr gerne. Ja, gerade für die Jungs, super coole Jungs, die ich kennengelernt habe die letzten Jahre, vor allen Dingen auch die, ja, vor allem die ganzen Trainer, die man jetzt auch die letzten Jahre kennengelernt hat. Hat angefangen mit Rainer Maurer, dem ich sehr viel zu verdanken habe, der einfach mir auch die Chance gegeben hat, damals das dann von 7 Jahren zu machen. Und ja, aber jetzt freut man sich natürlich auch mal ein freies Wochenende zu haben oder auch mal hier im Stadion einfach mal ganz normal Bierchen zu trinken und eine Bratwurst zu essen. Da warte ich schon, glaube ich, 27 Jahre drauf, dass man mal wieder in der Kurve mal schnell 1 oder 2 oder 3 oder vielleicht auch 4 Bier trinkt, je nachdem wie der Spielstand ist. Flo, aber noch schnell zur neuen Aufgabe, du bleibst beim Fußball. Ich bleibe beim Fußball, genau. Gehe zu einer Agentur aus Hamburg, kann das aus München aus machen. Hoffe, dass ich auch den Löwen weiterhin ein bisschen unterstützen kann. Organisieren viele Testspiele, Trainingslager etc. Machen das international und ja, ist eine neue Aufgabe und die mache ich ab dem 1.4. Jetzt lass uns, weil du natürlich näher dran bist als jeder andere, über das Spiel heute reden. Vor dem Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass sie so ja, irgendwie verschworen waren sie. Und dass sie so mit Willen und auch mit Kampf den Mittwochabend vergessen machen wollten. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so starke Löwen heute hier sehe. Gerade die erste Halbzeit war ich habe die Ballbesitzzahl nicht gesehen, aber ich denke, wir hatten 70% Ballbesitz. Wir haben wirklich nur nach vorne gespielt, von Karlsruhe kam ziemlich wenig. Hatten dann ja, zweimal ein bisschen Pech auch von der Schiedsrichterentscheidung. Und gehen dann leider mit einem 0-0. Ja, Moment einmal, Pech. Es war Elfer und es war kein Abseits. Entschuldigung. Und dann kommt es natürlich doppelt dick, dann kommst du aus der Halbzeit raus nach 2 Minuten, kriegst du eine Gurke. Kriegst es hinten nicht geklärt. Und dann aber nochmal ein Kompliment an die Mannschaft, wie sie dann zurückgekommen sind und Kai. Aber auch goldenes Händchen von Vitor Pereira, 22 Sekunden machte das Ding. Auch nicht ganz so, ja, ich glaube, da können wir so ein bisschen hier auch die Schiedsrichter wollte, glaube ich, nicht wechseln, du hast einfach gesagt, den wechsle ich jetzt. Deswegen. Altes Gesetz für den Stadionsprecher, wenn der Trainer anzeigt, ich will wechseln, ne, ist der Schiedsrichter nicht mehr so wichtig. Genauso ist es. Hat man mir irgendwann der mal Mann gesagt. Der Mann mit dem Mikro hat immer recht. Wunderbar, dann sind es jetzt in dem Fall wir zwei. Und dann, zum Schluss, gibt es das eigentlich, wenn 60 München gerettet werden muss, sei es in der Relegation oder sei es nach einem Pokal aus, weil der Sieg war heute schon wichtig, auch was die Freundschaft mit den Fans weiterhin angeht. Ich formuliere es jetzt mal so. Dann kommt er, die Nummer 4,
Wer kennt ihn nicht? Kai Bülow. Sensationell, oder? So ist es, ja. Nee, das war Relegation. Ich habe danach, nach der Relegation, schon 4 Tage das Kai Bülow-Trikot getragen. Von daher, das ist, ja. Für die wichtigen Dinger ist er da. Ich sag halt zu Gaudi vor dem Spiel, wo er im Gang unten steht: Hey, Alter, mit der grünen Binde klingelt's heute. Dann macht er das Ding. Habe ich ihm auch gesagt, ja. Und dann macht er das. Ja. Super geil. Das ist dann auch noch in der Nachspielzeit so, oder 90 Minuten dann passiert. Ja, schön. Und jetzt kann es weitergehen. War natürlich auch wichtig, einfach gerade gegen den direkten Konkurrenten Karlsruhe, dass du dann einfach unten rauskommst, dass du da einfach dir ein bisschen Luft schaffst. Und die haben wir jetzt gemacht. Und ja, jetzt kann man ein bisschen befreit aufspielen. Wie geht's weiter mit den Lübben? Was wünschst du dir jetzt als seit jetzt ja dann oder ab jetzt ja dann Fan für deinen Verein, für deine Löwen? Nee, nur das Beste. Ja. Ich denke, wir haben uns sehr, sehr gut verstärkt im Winter. Und ja, ich denke, dass ja, jetzt muss einfach ein bisschen Ruhe reinkehren. Gehe davon aus, dass wir mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben, sondern dass wir jetzt, das ist jetzt sehr positiv vorangehen. Wichtiges Spiel am Montag gegen Nürnberg. Aber wenn man den Schritt heute gesehen hat, wenn der nächste Schritt genauso konsequent gegangen wird und die Mannschaft noch mehr zusammenwächst, die Wege und das Verständnis noch größer wird, ist mir nicht bang für Montagabend. Absolut nicht. Flo, wir wünschen dir alles, alles gut. Ich sage an der Stelle nochmal stellvertretend für 1860 München herzlichen Dank für die 15 Jahre. Ich persönlich war dankbar, habe wahnsinnig gern mit dir zusammengearbeitet und alle anderen wissen, wie viel du geleistet hast für die Mannschaft. Zum Schluss musst du uns noch schnell, wir haben von Bavaria Couture ein richtig schickes Paket mit Hoodie, mit Sweatshirt und mit T-Shirt, habe ich mir sagen lassen, für unseren Gewinner, der richtig getippt hat. Es sind übrigens heute, freue ich mich drüber, richtig viele, die wussten, dass es 2-1 ausgibt für 1860 München. Du darfst vorlesen. Ich hoffe, das kann ich auch sagen. Ismail, oder? Ismail. Ismail. Und jetzt wird's schwer. Also wenn du das hinkriegst. Ho. Ich konnte es nicht. Also Freunde, ich bin ja immer relativ kulant, was die Handschrift so angeht. Aber in dem Fall, wenn niemand was dagegen hat, würde ich nochmal ziehen. Ja? Weil also, das könnte jetzt auch Kurt heißen oder Ismail. Also, ich weiß es nicht. Wir probieren es nochmal. Flo, misch nochmal unten. Ich tue den weg, damit keiner sauer ist. Den schmeiße ich daheim weg. Der Ismail. Das war doch der vom Autohaus, oder? Jetzt hat jemand gewonnen, den ich kenne ich sogar. Oder sie kenne ich sogar. Stefanie Dilber. Stefanie Dilber, wenn sie noch da ist, bekommt sie ihren Gutschein sofort. Ansonsten, liebe Stefanie Dilber aus München, kommt der Preis, sprich der Gutschein per Post. Ist nicht mehr da, wunderbar. Der Kollege von Infront wird sich darum kümmern. Meine Damen und Herren, liebe Löwenfans, an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Wir sehen uns wieder zum nächsten Fan-Talk. Der ist dann nach dem Spiel gegen Nürnberg am Montagabend. Flo, alles Gute, danke dir. Ihnen ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Wir haben es uns verdient, dass wir als Sieger heute nach Hause fahren von der Deponie. Vielen Dank.